Bei diesem Busch hier handelt es sich nicht um Dill, sondern das hier ist Knollenfenchel. Und was es mit dem auf sich hat und wie dieser Knollenfenchel uns zeigen kann, wie einfach man ja, Arbeit und auch Geld im Garten sparen kann, ja, werde ich euch einfach in dem Video ein bisschen näher bringen. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, dieser Fenchel hier, der hat überwintert. Also das heißt, der ist letzten Sommer in die Blüte gegangen. Den haben wir ja seine Samen werfen lassen. Man kann auch sehen, dass der auch hier ein bisschen überwintert hat. Hier ist der alte erste Austrieb, ist jetzt vertrocknet. Und der hat anscheinend so gute Wurzeln gebildet, dass er ja, einfach jetzt nochmal den Winter überstanden hat und jetzt nochmal austritt. Der hat jetzt zum Beispiel, wie ich hier sehen kann, 6 neue Austriebe. Und ich finde es einfach wunderbar, wie uns einfach die Natur zeigt, dass alles in einem Zyklus ist, dass ja, alles wieder neu wächst und gedeiht und immer wieder zurückkehrt. Und so können wir uns auch jede Menge Arbeit und auch Geld im eigenen Garten sparen, weil einerseits muss ich ja die Pflanze nicht mehr neu großziehen, also über die Monate hinweg aus einem Samen, also den Samen muss ich ja schon nicht mal mehr kaufen, weil ich ja selbst Samen genommen habe und der ist ja sozusagen selbst nochmal ja, rausgekommen, also ich muss mir die Arbeit mit dem Samen ziehen schon von vornherein, kann ich mir die ersparen. Und die Anzuchterde muss ich mir zum Beispiel auch nicht mehr besorgen. Ich muss die Pflanze nicht mehr vor Schnecken oder sonstigen ja, anderen Insekten beschützen, dass sie ja, eine entsprechende Größe hat, sondern die Pflanze, die ist von Natur aus rausgekommen. Sie ist stark genug und ja, man kann sozusagen auch wieder ja, sie beernten und auch von ihr zehren. Und das finde ich einfach sehr schön. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, welches uns zeigt, dass man nicht unbedingt immer alles aus dem Garten rausräumen sollte, nur weil es jetzt ja die Kulturzeit vorbei ist. Also ich habe hier einige Beispiele von Pflanzen, die jetzt als einjährige Pflanzen dargestellt werden, beziehungsweise als einjährige Kulturpflanzen ja, betitelt werden, aber die jetzt schon seit 2, 3 oder mehr Jahren hier bei uns einfach im Garten auch wachsen und die möchte ich euch einfach auch mal gerne zeigen. Ich stehe jetzt hier hinter mir bei meinem Grünkohl, der jetzt schon 3 Jahre alt ist. Also das erste Mal, wo ich den reingesetzt habe, war er noch als ganz kleine Jungpflanze und dann, als er in die Blüte gegangen ist nach einem Jahr, hat mein Vater ihn dann irgendwann einfach unten an einem ja, und einfach abgeschnitten, also sozusagen auch verjüngert und er hat dann von dem Stumpfen hat er dann neue Triebe entwickelt und man kann auch schon ein bisschen erkennen, dass der ja schon ziemlich unten am Stamm holzig ist, also der ist schon, ja, der steht hier schon mehrere Jahre und das ist halt einfach, der kommt jedes Jahr immer wieder und ja, den werde ich auch sicher auch nicht wegmachen. Den lasse ich jetzt einfach hier so wachsen. Den beernte ich immer wieder. Blätter kann man immer noch zu sich nehmen. Blüten bildet der, ist ja auch immer sehr schön für Insekten. Und dann nehme ich auch natürlich immer wieder ein paar Samen. Aber das ist auch wieder so ein Beispiel, ja, welches einfach zeigt, man muss ja wirklich nicht unbedingt immer alles komplett rausreißen. Und wenn jetzt einige sagen, ja, was ist mit Pilzkrankheiten? Da gibt es ja die Kohlherine oder irgendwie so, das ist eine Wurzelkrankheit an dem Kohl und da haben halt viele Leute Angst, dass man halt Kohl nach einem Jahr dann entfernen muss und wird der Boden verseucht. Für mich ist es grundsätzlich so, dass Krankheiten immer ein Zeichen davon sind, dass die Pflanze dort ihren Platz nicht mehr gefunden hat, dass sie abgebaut werden muss. Das ist einfach ein natürlicher Zyklus von der Natur, sozusagen ja, ein Heilungsvorgang. Und da sehe ich es halt einfach nicht so schlimm. Also das heißt, ja, wenn der Kohl dann
kaputt geht deswegen, dann ist es für mich jetzt nicht schlimm und so, auf sowas achte ich nicht. Braut oder Krautfäule, Mehltau oder sowas. So, das lässt sich einfach nicht mehr vermeiden. Es sind dann einfach nicht mehr die optimalen Bedingungen für die Pflanze und dann geht sie halt einfach ein. Das ist einfach der natürliche Kreislauf. Und ja, sonst arbeite ich halt auch sehr viel mit Bokashi, effektive Mikroorganismen, um halt wirklich den bestmöglichen Standort für die Pflanzen auch zu erreichen und solche Schädlinge oder Krankheiten in Anführungszeichen auch zu vermeiden, weil ich da halt eine sehr andere Sichtweise habe. Aber ja, so kann man halt auch einiges an Geld sparen, kann man sich immer wieder einen Grünkohl im Winter ernten und natürlich kann man das auch ziemlich gut mit Salat machen und das Beispiel möchte ich euch auch nochmal euch ganz kurz zum Abschluss des Videos zeigen. Diese beiden zerpflückten Exemplare, das waren keine Schnecken, keine Sorge, sondern als ich meine Abendmahlzeit hatte, habe ich mir immer wieder die Blätter abgerissen. Also das mache ich auch gerne. Das ist jetzt zum Beispiel ein Pflücksalat, der wächst halt in die Höhe. Dann kann man immer sich die Blätter abreißen. Kann man aber auch grundsätzlich mit jedem anderen Salat auch machen. Ihn so lange beernten, also einfach nur die Blätter abzupfen, so viel wie viel man benötigt an Bedarf. Und ihn dann sozusagen langsam, aber sicher in die Blüte gehen lassen. Also der beginnt ja auch schon an Samen zu bilden. So lange kann man ihn auch beernten, bis halt dann die ganze Kraft in die Blüte reingeht. Aber hier habe ich ja einige Exemplare, wo ich das halt gerne so mache. Wenn ich jetzt zum Beispiel nichts an Freunden oder Verwandten abgebe, dann reiße ich eigentlich für gewöhnlich die Pflanze nicht raus. Was man auch machen kann, habe ich auch schon hier so ein Beispiel, dass ich einfach die Pflanze unten an der Wurzel wie bei einem Grünkohl abgeschnitten habe und dann treibt halt der Salat dann nochmal aus, also auch wieder so eine Art Verjüngung und so kann man sich eigentlich sehr viel Geld sparen. Muss sich immer wieder neue Pflanzen kaufen, nicht nur immer neu aussehen. Außer natürlich, man möchte jetzt den Platz wirklich für was anderes nutzen, dann kann man ja die Pflanze auch rausreißen. Das ist natürlich jedem seine Entscheidung, aber das sind wirklich ja, einfach Möglichkeiten, um sich einfach Arbeit und Geld zu sparen. Und das ist auch wirklich sehr sinnvoll, finde ich. Und ja, damit möchte ich es auch belassen. Gerne könnt ihr dem Video auch einen Daumen nach oben geben. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonnieren würdet und auch auf die Glocke drückt. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Gerne könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen, wie ihr das zum Beispiel so handhabt. Ob ihr den Salat komplett rausreißt oder immer stückweise beerntet, in die Blüte gehen lässt. Sowas zum Beispiel. Ihr könnt auch gerne den Kanal Freunden, Familien und Bekannten erzählen, damit immer mehr Leute auf mich aufmerksam werden. Und unten in der Infobeschreibung findet ihr immer wieder Möglichkeiten, wie ihr mich und meinen Kanal unterstützen könnt, damit ich weiter für euch hier Videos produzieren kann und natürlich das Projekt am Laufen halten kann. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.